Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist der liebe Vibe. Was geht ab, Leute? AD, man kennt ihn, Leute. Maximal unangenehmer Zeitgenosse. Wir spielen wieder eine Runde, wenn ich du wäre. Und an der Stelle würde ich sagen, Lukas, wenn ich du wäre, spielen wir heute erstmal eine Runde Arena. Super, danke schön dafür. Digga, warum Arena? Denn, weil Shield per Kill, das ist, was ich will. Super, super, Lukas. Mach dich mal bereit. Ich habe hier auf meinem Smurf-Account 139 Punkte, auf dem anderen natürlich weit über 300. Die Leute wissen, wie gut ich bin. Ganz kurz, Lukas, das mit dem Bereitklicken, das sollte dir inzwischen bekannt sein, oder? Lukas, bitte, Lukas. Oh, Lukas, wie geht es dir denn? Erzähl doch mal. Was macht Slam? Leute, 21.04. 24 Stunden Charity-Leistung. Wir werden eine Runde, wenn ich du wäre, live vor Ort spielen mit Evalvd. Und zwar werden wir eine Menge... Schön, dass du mich vorhin mal fragst, aber ja. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich da mitspielen. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Kaltwachsstreifen, Leute, und ein paar Bohrmaschinen. Wir werden so ein richtiges Hostel-Ding daraus machen. Wir werden Lukas auf dem Stuhl festschnallen und dann in seine Beine reinbohren. Ollum! Geil! Haben die hier ein Grafik-Update gemacht? Nee, warum? Was mit den Schatten auf einmal los? Haben die alles zurückgestellt? Ich raste aus! Schatten. Wenn ich du wäre, ja, würde ich die Runde alles auf Low spielen. Auch die Betrachtungsdistanz? Alles auf Low. Betrachtungsdistanz alles. Auf. Junge, das ist mal wieder komplett unnötig. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir die eigene Hand brechen mit einem fetten Gummihammer. Nee, passt schon. Du, komm, lass mal nach Pleasant Park. Warum? Lukas, ich spiele jetzt wirklich Arena. Oh, ja. Bro. Lukas, du kennst das minus ein Hype. Bei dir ist aber ein bisschen schneller. Der Hype geht bei dir schneller runter als alles andere. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz gleich meine Instagram-Story machen, meinen Bauch rausholen und sagen, oh Leute, guck mal, was nein, hier passiert ist. Ich bin so aufgeschwemmt. Das ist zu hart. Was denn daran zu hart, das, Ollum? Ich hol nicht meinen Bauch raus, Junge. Dein Bauch? Sei froh, dass ich nicht gesagt habe, dein Schwanz, Alter. Nee, ohne Scheiß. Kann okay, Lukas, dann machst du gleich eine Story von deinem Bizeps, okay? Sagst, boah, Leute, ist schon gut, aber der von Revi, oh, der ist deutlich größer. Liebe Grüße gehen raus an Revin, sei mein besten Freund. Text mich darin schön, passt an der Stelle. Ah, Bruder. Ey, warte mal ganz kurz. Muss ich Greenscreen eigentlich anmachen? Dafür werde ich jetzt nicht eine, wenn ich du wäre, Aufgaben verschwenden. Du machst immer auf einer Grundlage, die aufs Format geht. Weißt du, was ich meine? Wo ist denn das? Bin ich? Er hat eine Falle! Hier ist doch noch einer! Upsi. Ja. Nein! Hab beide down. Ja, so, ey, Greenskin, das sieht scheiße aus, ne, mit den Effekten hier. Soll ich mein Greenskin hochziehen, Revi? Lukas, bitte, das ist wirklich unfair. Guck mal, du spielst jetzt so, dass soll das ich ganze, oder nicht? Mann, mein ganzes Video macht so keinen Sinn mehr, Alter. Das ist ja so scheiße. Wenn ich du wäre, ja, würde ich den Greenskin hochmachen. Oh, wenn's sein muss. Warte. Kleiner Wichser, Alter, Junge. Du bist der maximal ehrenloseste Mensch, Alter. Hätten wir das ja auch geklärt, ne? Aber ganz Gegner kurz, bei uns, da du gerade eben ja nicht wusstest, ob du beim 24-Stunden-Stream komplett wach bleibst, wenn ich du wäre, würde ich komplett wach bleiben. Das ist absolut ehrenlos. Aber es geht um einen guten Zweck, von der passt das. Lukas, lass mal hier runter pushen. Ich hab ne Granate. Oh mein Gott, ich hab mein Headset schon wieder falsch rum auf, Digga. Mach auf. Ja, danke. Junge. Er ist da überhaupt ein Gegner? Oder was ist er jetzt verarscht? Ja, ist hier unten drin. Tanzt. Er hat eine Shotgun, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Du hast eine Pappe! Ah! Hey! Der Skill-Gameplay ist da. Ich habe ihn nicht getroffen. Er ist einfach vor mir rumgehüpft. Ich merk's. So, aber hier, der Struggle mit einem Headset falsch rum, der ist hart. Deswegen würde ich sagen, Revi, wenn ich du wäre, würde ich ja mir die ganze Runde das Headset falsch rum aufziehen. Unnötig. Ja, musst du jetzt machen, das ist deine Aufgabe. Lukas, hier kommt ein Gegner, vorsichtig. Ja, aber ich muss mich heilen. Digga! Oh, hier ist ein Kaumkern. Oh Mann, zwei Leute schon hier. Zwei Leute hier. Lukas, ich bin down. Hinter mir auch einer, Oh mein Gott, bist du ein Bob, Alter. Ich glaube, es wird eine ganz spannende Runde, weil wir hier gerade auch Arena zocken. Aha. Revi, wenn ich du wäre, würde ich die ganze Runde jetzt auf dem Boden sitzen. Nicht mehr auf dem Stuhl. Ich knie am Boden, ja. Nee, sitzen. Ja, Digga, dann sehe ich ja nichts. Ja. Gut, alles klar, ich sitze am Boden. Leute, wenn ihr komfortabel sitzen wollt, kauft euch einen Revinzer Maxnomic Stuhl. Der Link ist in der Videobeschreibung. Hashtag einfach nur geil. Junge, aber das ist so lächerlich, wenn du jetzt, Mann. Wenn du jetzt was reißt, Respekt. Boah, hier ist eine dicke Fetzerei. Komm, lass mal rüber, rechts von dir. Warte, ist hier noch eine Kiste? Ich komm. Das sind zwei. Ja, der pusht hier rein, Digga, als gäb's hier keinen Morgen mehr. Hab einen down. Ah! Ich hab was gerissen. Ah! Lukas, hol ihn, du sitzt ganz normal auf deinem Stuhl. Du hast das Headset richtig rum, wenn du jetzt verkackst. Ollum, du bist der netteste Spieler der Welt. Hol ihn dir, Junge. Hol ihn dir doch. Ja! Hol ihn dir, Lukas. Ey, wirklich finishen, Lukas. Lukas! Mann! Beeil dich jetzt mal, Digga, wirklich. Ey, du bist so schlecht, Alter. Oh mein Gott, bist du wack. Schild, oh der mein hat noch Gott, Schild. Digga. Ich hab nur noch drei Schuss. Ey, Digga, du bist so lost, Alter. Der ist schon unten längst. Oh mein Gott!
Wie kann ein Spieler so schlecht sein, Alter? Ey, ja, war was für schlecht? Digga, guck mal, ich hole ihn, ich sitze am Boden mit verkehrt rum Headset, Digga. Weißt du, was ich meine? Anders lost, Alter. Und du, junger Mann, Alter. Jetzt reicht, jetzt gehen hier die Lichter aus, Digga. Dass du hier Fortnite-Creator bist, das ist wirklich absolut erbärmlich, Mann. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt normal Duos anmachen. Ist einer im Büro? Volkan oder so? Volkan ist da, ja. Ja, okay. Wenn ich du wäre, würde ich hochgehen zu Volkan und eine Socke mit ihm tauschen. Ja, am besten rufe ich ihn runter, oder? Hallo, Volkan. Hi. Kannst du mal kurz runterkommen? Sag nicht, warum. Ist einfach nur mal kurz runterkommen, ja? Ja, mach. Danke. Junge, du bist so ein Mix, Alter. Und das machst du mit dem freundlichsten Menschen der Welt, nämlich mit Volkan, Alter. Er ist der liebste Mensch der Welt, Junge. Da muss ich dir recht geben, aber trotzdem. Olum, der wird dich auf 24 Stunden bestimmt zusammenboxen. Der hat bestimmt richtig geile, kuschelige Socken an. Und die kriegst du jetzt. Ist das nicht geil? Okay, Volkan. Können wir kurz eine Socke tauschen? Komm ruhig her, ist echt blöd, aber ich brauche eine Socke von dir. Ich geb dir meine Socke und du ziehst die an und ich zieh deine Socke an, okay? Aber wenn, also sollst du nicht, aber wenn du magst, kannst du es gerne tun. Ich wollte jetzt die Socken weg, ich ausziehen, meine ausziehen und dann tauschen. Hinter uns, Lukas, hinter uns! Lukas, du Laubob! Ich hab nur ein Jagdgewehr! Scheiße, Alter, ist der Junge lost. Genau, ich geb dir jetzt hier quasi meine Socke, ja? Mhm. Und dann kriege ich deine. Und dann tauschen wir die kurz für die kurze Zeit, ja? Okay. Revi, wenn ich du wäre, ich würde mal kurz dran riechen, ob die auch okay ist. Die riecht nicht. Ich habe extra dran gerochen, weil er mir die Aufgabe gegeben hat. Lukas, das waren übrigens zwei, wenn ich du wäre, Aufgaben hintereinander. Und du hast die Kanonenaufgabe nicht erledigt. Also drei an der Stelle jetzt für mich. Da kannst du dich schon mal bereit machen, dein Handy rausholen. Mach doch lieber 10, oder? Eine Socke von dir. Ah, ja. So, hier, guck mal. Kannst du mal kurz die Socke von mir hochhalten, dass man auch sieht, dass es wirklich real ist? So, hier, bitteschön. Danke, ne, Volkan. Super nett von dir, echt. Mhm. Tauschen wir gleich wieder zurück, ne? Ja. Mega cool, ey. Ja. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz mein Handy zücken, bei McDonald's anrufen. Den nächstgelegensten McDonald's in deiner Nähe. Und einfach 10-mal Cheeseburger! Cheeseburger! Ins Telefon schreien, das wäre super nett. Dankeschön. Okay, Sekunde. Super, bitte nicht mit unterdrückter Nummer, ganz wichtig, ja? Hey, Wolfgang, vielen Dank dir für diese Erfahrung. Sehr wertvoll. Dankeschön. Ich weiß ja nicht, aber... Cheeseburger? 10-mal schreien, Cheeseburger. Cheeseburger! Cheeseburger, 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 Cheeseburger! Cheeseburger. Cheeseburger? Cheeseburger! Was war das? Hat der aufgelegt? Und ich hab meine Nummer nicht unterdrückt. Ich wette um 100 Euro, der hat meine Nummer aufgeschrieben. Deswegen hat er auch nichts gesagt. Ja, ich hoffe es. Aber es war ja schon mal ein ganz angenehmes Telefonat, oder? Ja, so rede ich öfters. Warum bist du schon wieder tot, wenn ich fragen darf? Also... Die rufen mich zurück! Dann sag nochmal Cheeseburger. Was? Cheeseburger, wenn du dran gehst. Cheeseburger! Wenn ich du wäre, Cheeseburger! Cheeseburger? Nein, hier ist Patrick! Cheeseburger! Cheeseburger! Die rufen mich an und reden nicht. Digga, das war ohne kein Fake. Ich zeig sogar hier rein. Das ist Berliner Nummer. Wenn ich du wäre, dann würde ich doch jetzt echt Jody nach der Runde mal in Ruhe anrufen und einfach mal fragen, ob die nicht mal Bock auf einen Dreier hätte. Jetzt nicht mit mir, einfach mal generell so, weißt du? Ja. Könntest du dir gut vorstellen, aber mit einem anderen Mädchen. Ja, bin ich gesniped worden. Das. Hi. Hallo? Jody, ganz kurz, könntest du dir eigentlich so einen Dreier mit einer anderen Frau vorstellen? Nee. Nee? Also jetzt mit einem anderen Kerl? Nee. Nee? Ja, nee, wollte ich nur wissen. Ne, dankeschön, ciao. Ja, tschüss. Mega easy für mich, gar kein Problem. Wir wissen beide, dass sie da einfach nur nee gesagt hat, weil es eine Aufnahme gewesen ist. Das war's. So, Lukas. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz, by the way, du hast noch eine Insta-Story ausstehend. Machst du die mal bitte ganz kurz, ja? Die mach ich nicht. Die Bizeps-Story. Digga, du kannst die nicht immer Bizeps-Story, ja? Mich schon drauf taggen, Digga. Ich will nicht pushen, aber geht schon fit so. Aber ich glaube, der von Revi ist leider noch ein bisschen größer. Deswegen... Heftig, Bro. So, Lukas, wenn ich du wäre, ja, würde ich gleich noch einen richtig fetten Community-Post verfassen. Junge! Nein! Hör mir zu, dass am 21.04. der 24-Stunden-Charity-Livestream stattfindet, bei dem du auch mit dabei bist. Ja, machen wir mal was ganz Gemäßigtes, Digga, damit deine Community auch Bescheid weiß, okay? Guck mal, gestern Twitch, auf Ehrenbasis mit meinem Twitch-Kanal, Link, Digga, den packst du schön mit da rein, okay? Das passt dann soweit. Wenn ich du wäre, mein Video von gestern, ne? Das hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. So ein Community-Post würde da dann doch relativ gut gehen. Ja, klar. Und der McDonald's ruft schon wieder! Geh dran, sag Cheeseburger! Oh mein Gott, ich bin down. Komm, Lukas, fall dich. Ich komm, wo ist die Treppe? Oh mein Gott, du Kackbuhn, Alter! Bist du behindert, Alter? Ich schwöre, du bist geistig behindert. Du bist geistig behindert, Lukas. Hey, Leute, check das Format mal. Von meinem Bro nicht vergessen, Format von meinem Bro.
Walfade mal ab. Ich bin demnächst auch dabei. Ich habe jetzt nur mega cool geschrieben, das passt auch, ne? Ich bin demnächst auch dabei. Ja gut, kann ich jetzt nicht mehr bearbeiten. Fortnite ist da schon wichtiger, der Post ist draußen. Gut, Lukas, 24 Stunden. Was? Wenn ich du wäre, ja, die Insta-Story bleibt natürlich auch online, ne? Ja, Lukas, okay. Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich den besten Spieler, den du kennst. Kennst du gute Spieler in Fortnite? Ja, ne? Gut, ja, so ein paar. Also ich kenne auch ein paar, zum Beispiel Camo, den kriegen wir sicherlich dazu motiviert. Ist egal. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich einen Pro der WM um 100.000 V-Bucks zu einem 1 gegen 1 herausfordern. Erstens mal sind 100.000 V-Bucks 1.000 Euro. Okay, ja, ja. Übertreib mal nicht dein Leben. Lukas, entspannen Sie sich mal bitte. Mach weniger, Digga. 1.000 ist zu hart, ohne Scheiß. Jetzt ja, mal. Okay, komm, machen wir ja 50.000 V-Bucks. Wie viel? 50.000 V-Bucks. Das sind 500 Euro, Junge! Ja, passt schon. Davon könnten wir eine neue Playstation oder so kaufen. Mach mal 100. Ja, nee, machen wir 50.000 V-Bucks, das passt schon. Also, Lukas, da werden wir dann zusammen noch ein Video drüber machen, Leute. Lukas im 1 gegen 1 gegen einen Pro-Gamer. Um eine Menge V-Bucks, den Betrag, den schreiben wir jetzt einfach mal einen Titel 100.000. Was Lukas dann im Endeffekt draus macht, ist da wieder ihm überlassen. Ich denke mal, es werden maximal 100 werden, weil Lukas einfach ein echt knausriger Bastard ist, ja, der ein No-Hand in dem Game ist. Du bist ein No-Hand, aber das passt schon, ist okay. Ich habe 6 Minis gefunden und ich bin wieder nicht bei dir. Irgendwo unter uns hier. Wer ist hier drin? Hab ihn. Dein Teammate kommt von hinten, vorsichtig. Okay. Hab ihn. Komm drauf. Warte, stopp. Ich hol die Verbindung. Lukas, Junge. Digga, ich schaff's sonst nicht, Mann. Ich muss auch los, du Behinderter. Ey, du bist so eine Missgeburt, Alter. Ey, komm her. Ja, Digga, nee, ich fahr jetzt los, komm Alter. Her. Ich verreck sonst. Willst du da, komm her. Nein, du bist... Komm her, du, ey. Ich bin dran. Oh, schaff ich das noch mit dem Rift, maybe? Ja, moin, Digga. Ey, absolut unnötige Runde. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt selber mal richtig in die Fresse hauen, du Hundsohn. Chill! Mann, Digga, guck mal, ich verreck mit dem Loot hier, du Hurensohn. Ich hab keinen Bock mehr mit dir aufzunehmen, Alter. Chill, Bruder. Ey, halt dein Maul. Das war so eine Runde. Spannend. Digga, weißt du was? Ich hab noch eine Aufgabe frei für dich. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt von meinem eigenen Teamspeak bannen an der Stelle. Viel Nein. Spaß, Lukas. Nein. Das war's. Mach's Nein. gut. Es war eine schöne Zeit. Ja, guck mal, ich verreck doch auch. Statt wir uns gegenseitig hochheben. Alter. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Der Evive hat die letzte Missgeburt unter der Hölle. Einfach nur peinlich mit diesem Jungen zu spielen. Es macht einfach keinen Spaß, Leute. Ehrlich, es ist einfach nur belastend. Lasst einen Daumen da oben da. Schaut auf jeden Fall nicht bei Vive vorbei, weil er, wie gesagt, der schlechteste Fortnite-Spieler der ganzen Welt ist. Und das war's davon. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.